Ja, herzlich willkommen auf der Pressekonferenz der Linken. Wir schauen alle gebannt auf die Infektionszahlen und fragen uns, was das für den Bundesparteitag bedeutet. Heute hat dazu der Parteivorstand getagt. Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke, wird Ihnen nun darstellen, was dabei beschlossen wurde. Danach ist wie immer Gelegenheit zu fragen. Guten Tag, liebe Vertreterin der Presse, liebe Zuschauer. Ich möchte Sie ganz herzlich hier begrüßen und darüber hinaus möchte ich Sie über einen Beschluss des Parteivorstandes, den wir heute getroffen haben, informieren. Der Parteivorstand hatte heute eine schwierige Entscheidung zu treffen. Wie Sie bereits wissen, planen wir ja seit längerer Zeit unseren turnusgemäßen Bundesparteitag, den wir bereits aus dem Juni jetzt für den 30.10. bis 1.11. in Erfurt verschoben haben. Einerseits gebietet es die innerparteiliche Demokratie, gebietet es auch das Parteienrecht und nicht zuletzt auch unser eigener politischer Anspruch, dass wir einen solchen Parteitag durchführen. Es sind Wege aus der Corona-Krise zu besprechen. Wir wollen solidarische Politikangebote machen. Wir wollen zeigen, dass wir damit Schutzmacht auch derjenigen sind, die durch die Krise ansonsten zu Schaden kommen. Und nicht zuletzt muss die Frage beantwortet werden, auch von der Politik beantwortet werden, wer zahlt für diese Krise. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich die rasante Entwicklung der Infektionen beobachten, dass wir auch einen verantwortungsvollen Umgang für uns für geboten halten. Und solidarisch heißt in diesem Zusammenhang natürlich auch, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern in der Bundesrepublik, den Erfurterinnen und Erfurtern, aber auch unseren Genossen und Genossen gegenüber solidarisch sind, diejenigen etwa, die zum Beispiel einer Risikogruppe angehören und auf dem Parteitag anwesend sein wollen. Und ich kann Ihnen sagen, vor diesem Hintergrund hatten wir eine sehr, sehr intensive Debatte. Im Ergebnis dieser intensiven Debatte, die sehr konstruktiv geführt wurde und wo wir uns in vielen Punkten einig waren, dass wir auf diese verschiedenen Abwägungen eingehen müssen, haben wir beschlossen, den Parteitag auf das Notwendige zu reduzieren. Ich will aus dem Beschluss zitieren, damit auch klar wird, was genau beschlossen worden ist. Wir haben beschlossen, erstens, angesichts der steigenden Infektionszahlen ist gegenwärtig nicht gesichert, ob der Parteitag stattfinden kann. Zweitens, wenn er stattfinden kann, dann nur eintägig und in verkürzter Form. Wir werden die Entwicklung der Infektionszahlen weiterverfolgen und in Absprache mit den Thüringer zuständigen Behörden am Dienstag als Parteivorstand endgültig entscheiden, ob der Parteitag stattfindet. Falls er abgesagt werden muss, das ist der dritte Punkt, wird der Parteivorstand zeitnah eine Alternative für die Durchführung des Parteitages, insbesondere der Vorstandswahlen, aber auch der politischen Debatte, vorlegen. Wir haben darüber hinaus einen Zeitplan beschlossen, der Folgendes sagt: Der Zeitplan für den Erfurter Parteitag wird aufgrund der Pandemieentwicklung auf einen Tag verkürzt. Der Parteitag findet am Freitag, den 30. Oktober 2020 ab 14 Uhr statt. Wir werden am kommenden Dienstag also nochmal als Parteivorstand in einer Videokonferenz zusammenkommen und werden dann dort, je nach aktueller Entwicklung der Lage, über die weitere Entwicklung entscheiden, insbesondere darüber, ob wir den Parteitag ganz absagen müssen, weil das Infektionsgeschehen uns das so notwendig macht. Und wenn das der Fall wäre, welche alternativen Formate wir dann machen oder ob der Parteitag zumindest in dieser von uns bislang beschlossenen eintägigen Form stattfinden wird. Für uns ist wichtig, dass wir in der gegenwärtigen Situation, in der die Bevölkerung aufgerufen ist, Kontakte zu reduzieren, wo Unternehmen und wo Beschäftigte Einbußen haben und auch Ängste und wo die Politik also auch dafür ein Zeichen setzen muss. Dieses Zeichen, dafür steht die Linke, das ist die Solidarität in dieser Situation, dass wir also solidarisch durch die Krise kommen. Wir sind bereits in die Planung eines digitalen Parteitags eingestiegen für den Fall. Wir sind gerüstet,
Gleichwohl wollen wir natürlich versuchen, dass der Parteitag zumindest in dieser eintägigen Form am Freitag stattfinden kann. Dankeschön. Gibt es Fragen? Ich sehe jetzt keine Fragen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.